So, liebe Freunde der Astrologie, ich begrüße euch. Julian Assange ist frei, weil er einen Deal gemacht hat mit der amerikanischen US-Justiz. Er hat sich schuldig bekannt im Sinne der Anklage und ist daraufhin aber freigekommen. Das war der Deal, wenn er sich schuldig bekennt. Nun, ich würde jetzt mal vermuten, dass er sich im Sinne der Anklage schuldig bekannt hat, weil er eben geheime Akten publik gemacht hat. Er hat also nur bestätigt, was er getan hat. Er hat damit nicht bestätigt, dass das aus seiner Sicht falsch war. Denn wenn er freigelassen wird, dann hat das sicherlich aus der Sicht der jetzigen US-Justiz auch den Grund, dass der öffentliche Druck im Sinne von, dass er ja eigentlich nur ein investigativer Journalist ist, der Wahrheiten ans Licht gebracht hat, dass dieser Druck im Grunde genommen so groß geworden ist, dass möglicherweise die jetzige US-Regierung es für ratsam gehalten hat, ihn nicht zu verurteilen aufgrund seines Schuldanerkenntnisses. Denn das hätte mit Sicherheit die Popularität dieser Regierung, über die ich jetzt auch kein weiteres Wort verlieren möchte, noch mal weiter geschmälert. Im Sinne dieses du darfst gehen, er ist nach Australien jetzt auf dem Weg, hat das sicherlich auch was mit dem momentan beginnenden Wahlkampf zu tun, dass man da versucht hatte zu punkten. Okay, ich blende mal das Geburtsbild von ihm ein. Warum ist das gerade jetzt passiert und nicht vor 4 Wochen oder vor 4 Jahren? Oder warum passiert das nicht erst in 10 Jahren? Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Wir haben, und das ist APL, Pyramidenrhythmus. Könnt ihr alles lernen. Wir haben hier eine Auslösung sowohl vom Pluto im Skorpion im 12. Feld, als auch gleichzeitig von einem Jupiter, der im 1. Feld steht, also Mond, Pluto, Neptun und Jupiter, Mars. Und gleichzeitig wird für das 12. Feld, den Mond, Pluto, Neptun, auch die sogenannte Rahmenbedingung ausgelöst. Das ist die Venus, die in 8 steht, Venus, Pluto. Deshalb, weil an der 12. Felderspitze gemäß der APL ja zu beachten ist, Lösungsweg, Zeichen an der 12. Felderspitze, 12 hier wegen dem Mond, ist also dann die Venus in 8. So, was heißt das jetzt auf gut Deutsch? Der Neptun, Pluto, Mond. Naja, das ist natürlich das Suchen nach versteckten Wahrheiten. Ich belasse es einfach bei diesem Einzeiler, ja? Das hat er getan. Und er ist im Sinne der Rahmenbedingung vage Venus, er ist diesen versteckten Wahrheiten begegnet. Er ist ihnen gegenüber verbindlich geblieben und hat sie, dritter Quadrant, 8. Feld, anderen zugänglich gemacht. Ich belasse es bei diesem Satz, um es einfach zu machen. Und er hat jetzt auch gleichzeitig die Auslösung von dem Jupiter in 1. Und das ist, da gibt es eine schöne Formulierung, hört sich natürlich ein bisschen vereinfacht an, aber passt sehr oft bei Mars Jupiter, sehr oft. Die geglückte Tat. Er hat also sich entschieden, sich schuldig zu sprechen. Ich muss echt dabei lachen, ja. Weil wer ist denn hier eigentlich schuld? Sich schuldig zu sprechen. Und die geglückte Tat besteht darin, dass er jetzt auf freiem Fuß ist, da wo er hingehört. Ganz einfach. Und dadurch, dass diese Rahmenbedingung, die Venus in 8, jetzt auch gerade ausgelöst wird im Pyramidenrhythmus, das ist ein Trigon da hoch, ja, da gelten Trigone. Hat dazu geführt, dass dieser Mond im Skorpion in 12, also Mond, Pluto, Neptun, jetzt sozusagen aktiviert wird, um es mal vereinfacht zu sagen. Und er sozusagen dieser versteckten Wahrheit gegenüber verbindlich geblieben ist. Das ist das, was da jetzt eigentlich passiert ist. Vollkommen unabhängig davon, dass er gesagt, ja. Bin ja schuldig. Kein Mensch, es sei denn, er ist vollkommen irre im Kopf, aber die gibt es ja leider jede Menge. Kein Mensch sieht es eigentlich anders. Das hat mit Schuld nichts zu tun, wenn
Schuld, dann liegt die ganz woanders. Das war's. War nur ein kurzes Video dazu, warum dieser Mann jetzt auf freiem Fuß ist und nicht vor 4 Jahren oder erst in 10 Jahren. Das Geburtsbild hat das eindrücklich bestätigt. Vielen Dank.